Ja, heute gibt's mal eine Review der etwas anderen Art. Wobei Review, keine Ahnung, ach, nennt es wie ihr wollt. Es geht um diese süße kleine Box hier, um die Tokyo Treat Box. Was da drin ist? Süßigkeiten. Und zwar aus Fernost, soll heißen aus Japan. Und wir lieben ja Japan. Wir sind nächste Woche auch mal wieder für 2 Wochen in Japan für die Tokyo Game Show. Und mein Gott, was gibt es da? Ganz ehrlich gesagt, wir haben immer Schmach. Und zwar auf die ganzen coolen Sachen, die es da zu essen gibt. Gar nicht mal nur die Süßigkeiten, sondern alles mögliche. Aber in dieser Box sind nur Süßigkeiten drin und die könnt ihr euch monatlich nach Hause ordern. Wer darauf Bock hat, der hat übrigens einen Anmeldelink unten in der Videobeschreibung. Und nein, keine Sorge, das ist hier kein Product Placement, aber dennoch, unten ist ein Link und wenn ihr den nutzt zum Anmelden, dann bekommt ihr etwas Provision. Das ist also wie ein Amazon-Link, wenn man so möchte. Kostet euch nicht mehr, bringt uns aber was und so supportet ihr uns. Und wenn ihr eh Bock darauf habt, dann macht es doch über unseren Link. Was ist da drin? Nun, jeden Monat sind hier süße Köstlichkeiten drin und dieses kleine süße Heft erzählt euch, was da drin ist. Es gibt 3 verschiedene Versionen. Es gibt die Small, die Regular und die Premium Box. Je nachdem, wie viel Kohle ihr habt, bekommt ihr halt mehr Inhalte. Die Unterschiede, die könnt ihr anhand der letzten Boxen ganz gut sehen, wenn ihr mal auf die Webseite geht. Ansonsten haben wir hier natürlich die Premium Box, weil wir wollen euch das volle Paket einfach mal zeigen. Und da haben wir viele coole Sachen drin. Was es genau ist, werden wir jetzt gleich zusammen rausfinden. Und ansonsten gibt es hier halt noch Informationen zu den einzelnen Sachen, die drin sind. Also so ein netter kleiner Beipackzettel, wenn man so möchte, oder Beipack-Heftchen trifft es wohl besser. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Wir haben ja erstmal ganz oben drin Chips. Und zwar, so wie es aussieht, mit Milchgeschmack. So wirkt es zumindest auf mich. Das Schöne ist, wenn man Bock hat, könnte man in diesen Heftchen nachgucken. Das werden wir jetzt auch nach und nach tun. Allerdings werde ich einfach mal direkt auch probieren. Und das sind tatsächlich, Milchchips. So wie es aussieht. Sollen perfekt zu Eis passen. Komm, wir sind mal. Wir werden mal nicht alles aufmachen, aber so ein paar Sachen. Na? Na, willst du nicht sogar? Ja. Jetzt Geruchs-Internet wäre super. Sind halt Chips, ne? Also, ist jetzt kein Zauberding. Sind Chips. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera ordentlich fokussiert, wenn ich es nah ranhalte, weil ich habe Face Detection an, aber was soll's. Sind Chips. Ja. Ja. Also. Ja. Von einer 1 bis 10 gebe ich, wenn 10 das höchste ist, dem ganzen Spaß hier eine 4. Die schmecken sehr, sehr neutral. Also nicht so geschmacksverseucht wie unsere, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Aber ja, vielleicht mag ich ja geschmacksverseucht, wer weiß das schon. Wir haben hier drin noch so ein Yokai Watch Lolli. Ist es wirklich ein Lolli? Ich muss mal nachgucken. Schokolade ist das. Wie das mal jetzt mal verpackt. Dann haben wir hier... Shrimps-Chips. Die lasse ich erst recht verpackt, weil ich hasse Shrimps. Das hier ist was Lustiges. Das habe ich mir schon angeschaut. Das sind Glücksschokoladenpillen. Und dazu gibt es hier eine schöne Anleitung mit dazu. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo die war. Ah, genau, hier. Wie das Ganze funktioniert, weil das ist ja sonst nur auf Japanisch ist. Und zwar, die Dinger sind halt durch, nicht nummeriert, aber haben einzelne Namen. Und, jede Pille ist halt eine Vorhersage, zum Beispiel Liebe, Gesundheit, Beliebtheit, Sport und so weiter und so weiter. Und wenn ich die jetzt rausdrücke, dann ist da unter ein Zeichen, und zwar ein Kreis, ein Dreieck oder ein X. Und das heißt halt gut, nicht so gut oder ganz schlecht. Zum Beispiel gehe ich mal auf mein Liebesleben, das ist die 10, das ist die 4. Reihe, 1, 2, 3, 4, die hier. Und den drücken wir jetzt einfach raus. Und dann sehen wir, dass das ein Kreis ist. Was heißt? Gut. Ich liebe gut. Ja, die Pille ist weg. Egal. Was ist das denn Süßes? Oh Gott. Oh, wie niedlich. Ich hoffe, das sieht man auch alles ganz ordentlich. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher.
Ich habe nämlich auch keine Brille auf. Ich sehe nämlich nicht mal. Ich hasse nämlich Brille. Ich finde, Menschen mit Brillen sehen immer dümmer aus. Auch ich, wenn ich diese aufziehe, dann. Aha! Interessant! Ändert aber nichts dran. Ja, auch ich mag mich. Ich mag Brillen nicht. Was soll's? Was ist denn das jetzt? Wo ist denn jetzt diese Liste? Jetzt habe ich hier alles kreuz und quer geblättert. Da! Das sind. Kokotama Snack. Oh! Oh! Das sind kleine Herzchen. Boah, ich hasse künstlichen Erdbeergeschmack wie die Pest. Und das ist auch noch so ein Agro-Erdbeergeschmack. Ja. Kann man nicht eben. Pockies! Ich liebe Pockies. Das ist eine Orange. Das sind nichts anderes als unsere Mikado-Stäbchen. Also Brotstäbchen mit Schokolade oder in diesem Fall Orangencreme. Brauche ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Kann. Oh, Thomas, die Lokomotive Pockies. Super. Ah, Pikachu, was auch immer. Die sind ganz schön schwer. Gummi, Pikachu-Gummis. Ja, sind Kaugummis, glaube ich mal. Komm, wir machen mal. Das sind Weingummis. Ah, was hat das mit Pikachu zu tun? Nichts. Weingummi. Schmeckt aber ganz cool. Hm. Sorry. Hier haben wir noch Dragon Ball Erdnussflips. Na, was soll's, wir machen die einfach auf. Hero Snack. Reis. Dicke Scheiße. Ja, das ist für wahre Dragon Ball Helden. Für Super Saiyajin Deluxe. Schmeckt gut. Und hinten drauf ist noch so ein Kartenpaket. Ich das jetzt irgendwie mit meinen fettigen Händen auf. Na komm. So. Hm, was haben wir da für Schönes? Ah, was ist das Feines? Eine Sammelkarte. Ja gut, die werde ich wohl nie ordentlich zusammenkriegen. Aber was soll's. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier noch drin. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen, wie der Spaß hieß. Anpaman Candy. Interessant. Interessant. Das Beste ist übrigens das hier. Das ist eine Toilette. Und die kann man selbst bekleben und zusammenbauen. Das werden wir aber in einem gesonderten Video tun. Weil da freue ich mich schon so riesig drauf. Ansonsten haben wir jetzt hier noch drin. Was ist das denn? Mochi Rice Cake. Jetzt habe ich es Englisch ausgesprochen, aber so Mochi-Reiskuchen finde ich, ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber was soll's. Ansonsten haben wir hier noch Kaugummis mit Thomas die Lokomotive. Holy fucking shit, was ist das? Ein Drink? Das hier ist ein Drink. Interessant, werden wir uns gleich mal angucken. Dann haben wir einfach noch Kalkis, die kenne ich irgendwie mal. So Weingummi bzw. Gummizeugs und nochmal so ein Schokokeks, der auch Black Thunder Gold. Ein Schokoladenriegel mit viel Proteinen. Ja, ja. So, das hier wollen wir uns aber nochmal angucken, was das Feines ist. Das interessiert mich jetzt wahnsinnig. Das ist ein Drink. Mhm. Aha. Ist das eine komische Flasche? Das ist so.
Das ist ganz komisch wobbelig. So, das drehe ich jetzt auf oben. Mache ich das auf? Wie mache ich das? Es ist einfach nur Zuckerwasser. Ja, gut. Wer es mag. Das ist in dieser Tokio-Box vom vorletzten Monat drin. Die war schon jetzt ein paar Tage alt. Juli 2016, also das ist nicht August. Der wurde jetzt nämlich ausgeliefert. Ich finde sowas aber grundsätzlich immer ganz cool. Klar sind das Überraschungsboxen. Klar ist da mal was Geileres drin oder was nicht Geileres. Klar sind da jetzt bei solchen Sachen, wenn es natürlich ums Lebensmittel oder Süßigkeiten geht, sind da manchmal Sachen drin, die man leckerer findet oder nicht. Aber ich mag diese Überraschungen. Wer das Geld über hat, der, glaube ich, hat ja auch immer so seinen Spaß bei. Und ich kann es nur empfehlen. Ich werde es auch weiterhin als Abo nutzen im Monatsrhythmus. Bin sehr gespannt, was in den nächsten Monaten drin ist. Werden wir euch auch immer mal wieder vorstellen, wenn ihr Bock habt. Draußen explodiert gerade irgendwas oder besser gesagt, die Sonne kommt raus. Und diese coole Toilette, die man nicht sieht, weil es alles überbeleuchtet gerade ist, die werden wir noch elegant zusammenbauen und dekorieren. Ich bin gespannt, was das Schönes wird. Aber das wäre es mit dieser wunderschönen kleinen Tokyo Treat Box gewesen. Wenn ihr selber eine bestellen wollt oder den ganzen Spaß mal ausprobieren wollt, unten in der Beschreibung ist ein Anmeldelink. Wenn ihr den nutzt, bekommen wir etwas Provision. Ist nichts anderes als ein Amazon-Link. Oder ein Amazon-Rap-Link, wenn man so möchte. Und obendrauf gibt es auch noch einen Gutscheincode, der vielleicht noch gültig ist, vielleicht nicht. Ich muss mal gucken. Den habe ich nämlich zufälligerweise als Werbung bekommen. Der hängt unten auch noch mit dran. Den, glaube ich, bezahlt noch mal 5 Dollar weniger. Was uns übrigens auch zu einem interessanten Punkt bringt. Und zwar, was kostet der ganze Spaß? Der ganze Spaß kostet halt in dieser Premium-Box-Vision knapp 30 Euro bis 40 Euro, beziehungsweise eigentlich 25 bis 40 Euro, je nachdem wie der Dollarkurs immer so ein bisschen steht. Die genauen Preise seht ihr dann immer auf der Webseite, sind allerdings in Dollar, das heißt, da kann sich immer ein bisschen was verschieben. Kann man halt machen, wenn man Bock drauf hat. Man darf halt grundsätzlich bei solchen Überraschungsboxen darf man nicht die größten Erwartungen haben, dass jetzt alles cool ist. Da ist halt immer Zeug auch dabei, was man selber vielleicht nicht mag. Aber dann kann man es Freunden geben oder man macht sie einfach zusammen mit Freunden auf und probiert sich glücklich durch. Wer Bock drauf hat, wieso nicht? Wer natürlich jetzt keinen Bock drauf hat, der soll es dann lassen. Und damit wäre es das auch gewesen. Eure Meinung zu dieser süßen kleinen Box und auch anderen Boxen bitte unten in die Kommentare. Und es wird immer heller und ich werde immer überbelichteter. Und deswegen beenden wir den ganzen Spaß jetzt. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.